Jedes Jahr geht der Sommer zu Ende und der Herbst naht. Auch dieses Jahr endet die Biergartensaison mit der Freiberger Nachtschicht. Am 22. September lassen die Freiberger Gastronomen und die Händler der Innenstadt die Nacht zum Tag werden. Ja, die zweite Freiberger Nachtschicht steht an. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr sind wir gespannt auf dieses Jahr. Wir haben uns natürlich wieder tolle Highlights einfallen lassen. In der bunt beleuchteten Altstadt werden zahlreiche Livebands spielen, Kneipen und Geschäfte mit besonderen Angeboten und Aktionen locken. Straßenkünstler werden unterwegs sein. Und wir haben einen Detektiv, der durch die Innenstadthändlergeschäfte läuft und dort für Stimmung sorgt in den Geschäften. Und natürlich einen neuen Partner dieses Jahr mit dabei hier in Freiberg, natürlich die Freiberger Brauerei. Der Freiberger Brauerei gibt es kostenfreie Brauhausführungen. Kostenfrei ist auch der Shuttlebus zur Brauerei. Dieser fährt ab 18 Uhr im 20-Minuten-Takt vom Schlossplatz ab. Wir haben auf der Meißner Gasse einen Truck gestellt, wo eine Band spielt, somit die ganze Meißner Gasse dort zum Leben erweckt wird. Verschiedene Plätze, eine Altstadt, lautet das Konzept der Stadtmarketing. Obwohl es in diesem Jahr keinen Zapfenstreich geben wird, soll die bergmännische Tradition dennoch nicht fehlen. Einer der Höhepunkte in dieser Nacht sind die Bergleute live on stage. Anschließend wird der bergmännische Tanz gezeigt, auch eine Neuerung der Freiberger Nachtschicht. Also ganz, ganz tolle, bunte Sachen. Die Stadt wird wieder zum Leben erweckt von den Freibergern. Dass bergmännische Kapellen Blasmusik spielen, ist jedem bekannt. Aber für die zweite Freiberger Nachtschicht haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Hier werden auch bekannte Hits aus Rock und Pop angestimmt. Zu späterer Stunde laden die Ensemble dann zum Tanz ein. Mit dabei ist natürlich auch die historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft. Im Fackelschein marschieren deren Mitglieder beim Bergaufzug vom Untermarkt durch die beleuchtete Altstadt. Die Freiberger Gastronomen auf Petersstraße, Burgstraße, dem Obermarkt, der Meißner Gasse, Kirchgasse, Körnerstraße und an der Nikolaikirche laden zur Kneipennacht. Auf den Straßen sorgt unter anderem das musikalische Einsatzkommando mit Dixie, Swing und Evergreens für Stimmung. Neben einer Licht- und Wassershow auf dem Obermarkt ist dort auch theatralische Feuerkunst geplant. Den ganzen Tag bis 24 Uhr haben die Händler der Innenstadt geöffnet. Modenschauen, Bastelstationen, Verkostungen, Beauty- und Styling-Aktionen wird es überall geben. Das ausgelassene Treiben beginnt ab 18 Uhr und endet, wann Sie möchten. Bis 24 Uhr öffnen die Händler ihre Türen. Bis zum Morgengrauen kann in den Bars und Restaurants getanzt, gelacht und gefeiert werden. Zur zweiten Freiberger Nachtschicht. Ja, ich freue mich drauf und freue mich, Sie zur zweiten Freiberger Nachtschicht in Freiberg begrüßen zu dürfen. Rostig wird die Grubenschiene, wenn der Hund nicht drüber läuft. Sonnig wird es Bergmannsmine, wenn er nicht ab und zu mal säuft. Klick auf und herzlich willkommen.